Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ganz gerne erklären, wer oder was der berühmt-berüchtigte Aha-Effekt ist. Viel Spaß bei dem Video! Aha ist eine Abkürzung für Alpha-Hydroxy-Acid, also zu Deutsch Alpha-Hydroxysäure. Es heißt also nicht Aha, sondern eher AHA. Und wie es der Name schon sagt, handelt es sich um eine Säure und die drei bekanntesten Arten bzw. die drei bekanntesten Säuren, die dazu zählen, ist einmal die Glykolsäure, die Milchsäure und die Mandelsäure. Schauen wir uns diese drei Säuren jetzt mal zusammen an. Die Glykolsäure hat relativ kleine Teilchen, die Milchsäure, sagen wir mal, mittelgroße Teilchen und die Mandelsäure große Teilchen. Daraus schließt sich schon deren Wirkweise. Aufgrund der kleinen Teilchen der Glykolsäure dringt sie relativ tief in die Haut ein und kann eben dort stärker wirken. Und bei den anderen ist es dann eben abgestuft. Die Milchsäure dringt nicht so tief ein und die Mandelsäure eben viel, viel weniger tief in die Haut. Von daher kann man dann auch auf deren Irritationspotenzial schließen. Also kann eben eine Glykolsäure eben zu Anfang stärker zu Irritationen führen als zum Beispiel eine Mandelsäure. Weswegen man eben auch darauf achten muss, was man für eine Haut hat. Bei Rosacea und Koparose wird zum Beispiel eher empfohlen, eine Mandelsäure erstmal zu verwenden, weil sie eben größere Teilchen hat und dadurch weniger diese Irritation verursachen kann, die am Anfang entstehen können. Von daher würde ich euch auch wirklich empfehlen, erstmal sich daran zu tasten und nicht gleich mit dem krassesten Zeug anzufangen oder mit der krassesten Konzentration, weil alles auch irgendwie von der Konzentration abhängt. Man kann bei einer Mandelsäure natürlich wieder eine höhere Konzentration nehmen, weil sie eben nicht so tief in die Haut eindringt und nicht so stark irritieren kann. Bei einer Glykolsäure würde ich das nicht empfehlen. Also wer noch nie mit sowas rumhantiert hat, der sollte nicht gleich mit diesen hohen Konzentrationen anfangen, sondern sich wirklich rantasten. Entweder eben wirklich eine niedrig konzentrierte verwenden, was weiß ich, so um die 5% oder sowas. Und dann ausprobieren, wie die Haut das aufnimmt und wie man selber damit zurechtkommt. Und eben auch schauen, wie die Erstverschlimmerungen sind, ob man damit leben kann oder nicht. Oder eben dann mal wirklich nicht jeden Tag verwenden, sondern einmal die Woche oder so. Und dann erst schauen, wie reagiert meine Haut da drauf? Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Alpha-Hydroxysäuren sind chemische Peelings bzw. werden als chemische Peelings verwendet und bei ihnen ist einfach der Vorteil, dass sie nicht die Haut mechanisch reizen können, sondern dass sie eben chemisch peelen, also mit einem chemischen Prozess. Es ist noch nicht ganz hundertprozentig geklärt, wie AHAs wirklich funktionieren, aber man geht davon aus, dass sie mit den Zellmembranen der Zellen interagieren und dann irgendwann ein Kalziumüberschuss in der Zelle stattfindet und die Zelle sich einfach auflöst. Also man geht einfach davon aus, dass sie so funktionieren. Und das heißt, ihr bekommt diesen Peeling-Effekt, den ihr normalerweise zum Beispiel durch Kügelchen oder Sand oder Aprikosenkern oder sowas bekommt, den bekommt ihr eben auf diese Weise, ohne die Haut zu stark zu belasten mit diesem mechanischen Reiz, was einfach blöd ist für die Haut. Von daher sind eben chemische Peelings eine mildere Alternative zu diesen mechanischen Peelings. Man hat auch eben herausgefunden, dass AHAs auch die Haut stark hydratisieren, also sie ihr sehr gut Feuchtigkeit geben sozusagen und eben auch die Kollagenproduktion in der Haut ankurbeln können. Das heißt, eure Haut wird eben nach einer gewissen Zeit praller. Es ist aber auch davon auszugehen, dass schon geringe Konzentrationen eben den Feuchtigkeitsgehalt in der Haut stark erhöhen. Das heißt, wenn jetzt eine AHA, was weiß ich, habt, die ganz wenig konzentriert ist, also sagen wir mal ab 1%, dann müsst ihr nicht davon ausgehen, dass sie unwirksam ist. Denn ab 1% kann man schon den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöhen. Und von daher ist es eben von Vorteil eben diese Säuren mit in die Routine einzubauen, weil ja wie gesagt erstens die Schüppchen aufgelöst werden, die eben aufliegen, dann der Feuchtigkeitsgehalt erhöht wird und eben auch nachhaltig die Kollagenproduktion angekurbelt wird. Was unfassbar wichtig ist, wenn ihr ein chemisches Peeling verwendet,
ist Sonnenschutz. Das dürft ihr auf keinen Fall vergessen, egal wann ihr das chemische Peeling benutzt. Ihr braucht Sonnenschutz, weil ich ja schon gesagt habe, dass die Schüppchen aufgelöst werden und dadurch eben sich die frische neue Haut zeigt und die muss einfach vor UV-Strahlung geschützt werden. Normalerweise bildet die Haut bei UV-Strahlung eine Lichtschwiele, das ist eine Verdickung der Hornschicht. Dadurch sieht eben die Haut fahl aus, müde und nicht so gut durchfeuchtet, sagen wir mal so, weil eben diese Schüppchen stark aufliegen und die werden eben durch die AHA entfernt und die Haut, die darunter ist, muss unbedingt geschützt werden. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall Sonnenschutz verwenden und das täglich, wenn ihr ein chemisches Peeling benutzt. Das ist das A und O für die Nutzung von eben chemischen Peelings, AHAs, sei es auch BHAs. Das dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Und es ist halt auch zu beachten, dass der pH-Wert eines Produkts unfassbar wichtig ist, weil, wie es der Name schon sagt, es sind Säuren. Das heißt, das Produkt muss einen sauren pH-Wert haben, so zwischen 3 und 4. Meine persönlichen Erfahrungen mit AHAs sind recht positiv und ich habe hier zwei Produkte, die eben so eine Alpha-Hydroxysäure enthalten, und zwar diese beiden. Das Olas Serum enthält Glykolsäure und dieses Pharmaceris Nachtcreme, genau, die enthält Mandelsäure, also 10% Mandelsäure. Bei beiden Produkten stimmt der pH-Wert, das heißt, sie haben auf jeden Fall eine peelende Wirkung. Und ich muss sagen, dass ich beide wirklich gut vertrage. Bei dem Olas ist es ähnlich. Ich habe keinerlei Probleme damit gehabt und bei diesem auch nicht bisher. Von daher muss ich sagen, dass mir beide wirklich gut gefallen. Ich habe sogar wirklich das Gefühl, dass das ein bisschen milder ist. Also der Feuchtigkeitsgehalt der Haut wird auf jeden Fall erhöht. Also ich habe mal eine Zeit lang das gar nicht mehr benutzt und nur meine normalen Cremes oder so, nur um zu sehen, ob es wirklich funktioniert. Und ich konnte einfach feststellen, ja, dass die Haut ein bisschen anders aussah. Also ich bin recht zufrieden damit. Und das könnt ihr bei Amazon erhalten, ähnlich wie dieses hier. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch rantastet und nicht mit dem fetten Zeug anfangt, irgendwie euch irgendwas besorgt und einfach ausprobiert, was ist gut für euch, was gefällt euch nicht. Dann bestellt euch lieber kleine Proben. Zum Beispiel Paula's Choice bietet auch ganz viel AHA an und auch Dermasens. Die bieten auch viel AHA an. Da könnt ihr sogar in die Apotheke gehen und euch vielleicht ein paar Pröbchen mitnehmen. Bei Paula's Choice ist es ähnlich. Da könnt ihr euch auch Pröbchen bestellen und ausprobieren, was geht und was nicht. Also wirklich nicht mit den krassen Sachen anfangen, weil ich das schon sehr oft irgendwo gesehen habe. Und dann wurde auch noch in Verbindung mit Retinol mit 1% gleich angefangen. Das geht gar nicht. Das dürft ihr nicht machen, wenn ihr noch nie sowas ausprobiert habt. Das ist einfach nur gefährlich und vor allem ist Sonnenschutz einfach mal das A und O. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Also wenn ihr nicht bereit seid, täglich Sonnenschutz zu verwenden, was ich ja sowieso predige, wegen Hautkrebsrisiko minimieren und so weiter, dann fangt damit gar nicht erst an. Also wenn ihr nicht bereit seid, täglich dieses Ritual auf euch zu nehmen, euch Sonnenschutz ins Gesicht zu tun, dann solltet ihr das wirklich nicht machen. Aber ich kann für mich sagen, dass wirklich die Unterlagerungen, die ich früher hatte, einfach mal besser geworden sind. Und das liegt einfach daran, dass diese Hautschüppchen, die aufliegen, mal aufgelöst werden und die Porenausgänge nicht verstopfen und dadurch eben weniger Unterlagerungen entstehen können. Und ich muss sagen, dass das wirklich, sagen wir mal, meine Erlösung war aus diesem Problem. Von daher, wenn ihr ähnliche Probleme habt oder auch zu arg trockener Haut neigt, dann empfehle ich euch wirklich AHA mal auszuprobieren. So, ihr Lieben, das war mein Video zum AHA-Effekt bzw. AHA-Effekt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so war, bitte ein Däumchen hoch. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet und auch keins meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert doch auch wirklich gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.